Hi Leute, willkommen bei SKNK. Viele Smartphone-Hersteller werben schon mit 5G. Aber wie wird uns das neue Netz 5G nutzen? Wie schnell wird es sein und sollte ich mir jetzt schon ein 5G-fähiges Smartphone kaufen? Alle Infos jetzt! Als Nachfolger von 4G, also LTE, soll nun 5G die Mobilfunktechnologie der Zukunft sein. Schön und gut, aber was bringt ihr das? Vieles kann ich nur sagen. 5G gilt jetzt schon als Grundlage für die umfassende Digitalisierung aller Lebensbereiche. 5G wird den Verkehr und alles damit Verbundene digitalisieren. Alle Fahrzeuge, Ampeln und Verkehrsschilder werden Platz im 5G-Netz finden. Genauso wie in der Industrie und Medizin. Du, als vermeintlich kleiner Bürger, der mit seinem neuen iPhone 15 durch die vernetzte Welt läuft, darfst dich auf richtig viel Speed und einen extrem niedrigen Ping erfreuen. Denn 5G, halt dich fest, wird eine Geschwindigkeit von bis zu 80 GB die Sekunde haben. Das bedeutet, du wirst kaum mehr was downloaden, sondern nur noch abspeichern. Natürlich werden aber auch die Datenmengen größer, wenn man zum Beispiel an 8K-Videos denkt. Aber dennoch sind 80 Gigabits schon heftig. Zum Vergleich, LTE kann im Moment nicht mal 1 Gigabyte die Sekunde. Das ist noch nicht alles. Die Reaktionszeit wird der schnellsten menschlichen Bewegung von einer Millisekunde entsprechen und eine tausendfach größere Netzkapazität als LTE mit einer Ansprechbarkeit von 100 Milliarden Geräten gleichzeitig ermöglichen. Ich weiß, was du jetzt denkst. 5G ist sowas von geil. Ich will sofort ein 5G-Smartphone und ein 5G-Netz. Niemals hole ich mir jetzt ein Smartphone ohne 5G. Aber wann wird denn 5G hier verfügbar sein? Die Bundesnetzagentur in Deutschland hat die Versteigerung der deutschen 5G-Frequenzen für das Jahr 2018 angekündigt. Die ersten 5G-Netze sollen ab 2020 an den Start gehen. Doch hier gilt Asien als Vorreiter. In Südkorea könnte das 5G-Netz schon zu den Olympischen Winterspielen im Februar 2019 starten. Brauchst du jetzt schon ein 5G-fähiges Smartphone? Meiner Meinung nach nicht. Denn der Prozess von 4G auf 5G wird langsam vonstatten gehen und LTE wird noch lange nicht aussterben, nur weil es 5G gibt. Das Huawei Mate 20 Pro zum Beispiel wirbt mit der 5G-Kompatibilität und viele Smartphones nächstes Jahr werden sicherlich auch 5G-fähig sein, einige aber auch nicht. Das OnePlus 6T zum Beispiel soll ohne 5G kommen. Da solltet ihr euch nicht von abschrecken lassen und es nicht als Kaufargument sehen, denn wie gesagt, es werden noch einige Jahre vergehen, bis 5G wie LTE verfügbar und bezahlbar wird. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, mein Video konnte eure Fragen beantworten. Wenn nicht, nutzt den Kommentarbereich unten. Dort könnt ihr auch gerne ein Feedback verfassen. Außerdem brauche ich unbedingt Abonnenten. Also abonniert kostenlos meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Macht's gut. Ciao.